So, da, da sind wir in Railroads Online nach langer Zeit mal wieder. Und das ist natürlich meine Map. Das ist die Map vom lieben Nero. Die hat er mal geschickt. Hat er gerade vor kurzem hier das Depot umgebaut. Und ich merke gerade schon, die Frames sagen mal wieder Hallo. Ich bin gerade im Schnitt bei 20, 25 Frames. Ah, je, ich dachte, hier wäre es ein bisschen besser. Was haben wir denn hier alles? Einen ganzen Holzzug. Und was haben wir hier drin? Ah, steht er nicht da. Kohle oder Erz? Aber extrem lang. Okay. Muss mal überlegen, was ich dann fahren werde. Erz, sagt er gerade. Die Lisa. Die Lilly. Also mit den zwei werde ich aber nicht fahren, weil die sind einfach zu langsam. Das wäre schon eher was. Die Elisabeth und die Helena. Okay, interessant mit dem Bufferstop hier. Okay. Circa 20 Wagen. Ja, je mehr Wagen du jetzt hier auf der Strecke hast, umso mehr geht's auf die FPS. Die Betsy auch da. Die Nummer 12. Und was haben wir hier stehen? Die Nancy mit der Nummer 70. Ja, okay, das sieht kreativ aus. Okay. Oh, Lion. Meine Lieblingslok. Gefällt mir schon mal. Und der Heinz. Ich würde es. Warte mal, was hängt denn da hinten dran? Nicht sehr viel Holz. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Was. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen Streckenkunde machen. Wir werden uns da hinten ein paar von den Mannschaftswagen holen. Wir werden uns die Lok hier schnappen. Und dann einfach mal ein bisschen in der Strecke rumfahren und so gucken, was der Nero da so gebaut hat. Das heißt, jetzt mal überlegen, hier ist jetzt alles blockiert, dann könnte man eigentlich hier runterfahren. Wir haben jetzt hier keinen Platz. So, der ganze Konvoi muss ein bisschen weiter nach hinten. Sind da die Sachen angelegt? Ja, sind sie. Die anderen noch kontrollieren. Okay, dann werden wir uns mal hier die Betsy schnappen, um das mal ein bisschen nach hinten zu drücken. Oh, fast kein Holz mehr hier. Oh, ich sehe gerade, wir haben keinen Game Sound. Das ist schlecht. Das muss ich mal ganz kurz fixen. Einen Moment. Kurzer Pause-Screen. So, jetzt haben wir Game Sound. So, erstmal ein bisschen nach hinten. Damit wir hier mal kurz ran können. Aus 81 Wagen und 8 Loks. Ja, da freut sich meine Frames aber nicht, wenn das so viel sind. So, Abmarsch. Wie sind wir denn nach vorne hier? Sollte schon reichen. Dann können wir jetzt mit der da raus. So, machen wir dich mal heiß.
Holz haben wir genug. Bitte einmal lösen. Ansonsten der Lok Wasser schaut auch sehr gut aus. Ja, wunderbar. Ich könnte es eigentlich schon mal wagen. Während die jetzt heiß wird, schauen wir mal, dass wir hier die Sachen mal bereit kriegen für die Abfahrt. Und ich meine, ich werde jetzt mal ein bisschen cheaten. Nachdem das hier auf dem Gefälle ist, wenn man manchmal schauen, ob ich die nicht einfach runterrollen lassen kann. Erstmal die Weichen hier kontrollieren. Einmal so bitte. Das passt. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal 4 von denen mit. Das heißt, ab hier bitte gelöst. Danke. Aber dann müssen wir lösen. Ja, in der Theorie. Ah, und los geht's. Hoffentlich rollen sie auch weit genug. Moin sehen! Es ist eine coole Idee, dass es da so abschüssig ist. So, mal mitfahren hier. Ich denke, wir könnten dann auf dem Gleis reinfahren und die dann mitnehmen. So, bleibst du mal stehen hier. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir mal zurück zu unserer Lok. Gut, wir könnten auch... Nö, wir fahren schon auf dem einen Gleis da rein. Ich werde mir dann vermutlich den Railroads Online Extender gleich noch mitstarten. Damit ich einen Plan von den Gleisen hier habe. Ich würde sagen, das mache ich gerade mal. Oder denn Extended Attach. Yes. Mal gerade mal auf einen anderen Monitor. Falsch, das war hier noch falsch. Südlich. Okay, dann schauen wir mal. Die Wagen sind da. Wir fahren jetzt erstmal da raus. Und fahren dann wieder retour. Sprich, wir sind da. Das ist richtig, das ist falsch. Das ist alles soweit richtig. Okay, dann können wir eigentlich schon mal abdüsen. Los geht's. Dann werden wir dann gleich mal sehen, wie sauber der Nero gebaut hat. Und schauen, ob er mich dann mal rausschmeißt.
Ah, ich möchte weiter weg. Ja, okay, das hätte ich jetzt hier anders gemacht. Wenn er nicht so einen harten Knick drin hat. Okay. Dann jetzt erstmal die Tour. Das heißt, wir werden dann mal die Sachen hier wegmachen. Die Lampe werden wir anmachen. Dafür einmal hinten. Weichen. Du natürlich einmal so. Einmal. Ah ja, von dem Teleportieren. Dann einmal hier gerade durch. Und einmal so. Dann müsste das ja eigentlich klappen. Ach so, nee, Moment mal. Wir haben ja hier die Kupplung vergessen. Das wäre nur. Oh, wobei, na, ich habe die Kupplung ja bei den anderen gemacht. Das heißt, ich brauche das nicht. Das mit dem weißen Licht, da haben wir schon mal im Stream darüber diskutiert. Wissen wir nicht, für was das Weiße gut ist. Würde ich aber auch gerne wissen. Boah, was sehe ich denn da? Das ist aber nicht schön. Mal kurz aussteigen hier. Da ist ein Baum in der Drehscheibe drin. Nicht gut. Aber ansonsten hast du die Umrandung da echt schön gemacht. Sieht gut aus. Ich hätte vielleicht. Also ich wäre hier immer noch mit dem Gleis ein bisschen weitergefahren. Nur für den Fall, dass man hier ein bisschen überschießt. Aber sonst ist es cool gemacht. Okay. Retour. Wir wollen ja unsere Wagen hier ankuppeln. Tagfahrlicht, das macht aber irgendwie wenig Sinn. Denn die hat ja da ihre Stirnlampe. Ich freue mich schon so, wenn das neue Mega-Update rauskommt mit den neuen Splines und mit den neuen Weichen. Sicherlich noch einen Monat, bis es soweit ist. Aber dann werde ich vermutlich eine neue Strecke anfangen. Alles nochmal auf Null. Moin Snorri! Der Löwe auch mal wieder da. Ah, das war zu fest. So, das soll jetzt aber gut sein. Ist es auch. Gut. Das passt. Die Lichter. Könnte man eigentlich anlassen. Ich werde nur die Sachen hier oben ausmachen. Beim letzten dafür an. Okay, ja, das ist der letzte. Den lassen wir mal auf Rot. Ah, die lange Herzrechtssynchrone ist diese Woche ausgefallen. Oh je.
Aber hoffentlich geht es jetzt wieder besser. Okay, schauen wir mal, wohin wir eigentlich jetzt düsen. Das ist das ganze Streckennetz hier. Ich würde sagen, wir machen das längste. Und zwar, dass wir bis zur Kohlemine fahren. Mal schauen, wie das baut hat. Das heißt, die und die Weiche sind richtig. Fahren dann da durch, darauf. Hier rüber und das ist falsch. Sieht aber okay. Hier bleiben wir nochmal kurz stehen, weil das würde ich mir nochmal kurz angucken. Und dann bei der Kohlemine werden wir mal. Ah, interessant. Mit der Baumethode habe ich auch schon gearbeitet. Da werden wir eh gerade so reinfahren, wie es gerade ist. Und bis wir hier wieder retour. Okay. Gut. Bremsen lösen. Zylinderhöhne öffnen. Achtungspfiff. Und ab geht's. Ich hoffe, das wird mit den Frames auch mal besser, wenn wir hier weg sind. Ich habe jetzt alles durch, Kopfschmerzen, Augentränen, Muskelschmerzen, Husten, Fieschmerzen. Ah je. Haben mich jetzt bis jetzt Gott sei Dank nicht einmal erwischt, beziehungsweise wenn ich es gehabt habe, dann habe ich es nicht gemerkt. Wir könnten eigentlich danach im TS 2022 Clear Creek Valley spielen. Das ist ebenfalls Narrow Gauge, also Schmalspur. Und da hat es mitunter auch die Betsy, die Heisler, die Mohul, aber eine echte historische Strecke quasi nachgebaut. Das ist noch ganz interessant zum Fahren. Habe ich gestern mal ausprobiert. Das ist so quasi Railroads Online im TS 2022. Gut, aber du bist ja jetzt eh in der Quarantäne, oder? Für mindestens 10 Tage, glaube ich, sind's. Zum Freikommen. Gero, hast du das da eigentlich per Hand gebaut oder hast du das mit Tools gebaut? Den Streckenabschnitt hier. Und die erste Brücke. Oh, ist aber eine enge Kurve hier. Ja, aber du kannst dich nach 5 schon freitesten, wenn du negative Tests hast und der PCR dann auch negativ. Freitesten? Das klingt irgendwie geil.
schön. Nur schön gebaut da. Vor allem schön da mit dem Gleisbadge. Aber ey, das ist aber eine unsaubere Kurve hier. Das verstehe ich, warum du gesagt hast, dass die so langsam fahren. Also das, die Kurve da, die würde ich nochmal neu machen. Die ist gefährlich. Ich war ja, als ich im Krankenhaus war und die OP gehabt habe, durfte ich ja oder konnte nicht wirklich weggehen und da war ich de facto 2 Monate daheim eingesperrt. Ich weiß, wie scheiße das ist. War jetzt eben bei mir nicht Corona, aber trotzdem war ich eingesperrt daheim. Das ist so kacke, wenn du nirgendwo hin kannst. Und Brücke Nummer 2. Ja, ist doch sinnig aus, gefällt mir bis jetzt. Aber ich schon viel schlimmere Strecken gesehen. Wie viele Stunden hast du jetzt da schon investiert in der Hauptstrecke? Oh, stimmt ja mit den Lebensmitteln. Was denn das? Lass du das dann liefern oder rufst du jemanden an? Darfst du nicht rausgehen? Das konnte ich bei meiner und Anführungszeichen Quarantäne ja schon machen. Wenn ich nicht weit weg von daheim weg sollte. ...230 Stunden. Ja. Das ist eine nette Anzahl. Oha, Gigaholzbrücke. Also wenn du da eh schon so hoch bist, ich wäre ja da rein fürs Realistische ein bisschen mehr da am Berg entlang gefahren. Und dann darauf. Aber die neue Strecke bei mir, die ging jetzt erst hier unten rum da. Die habe ich jetzt auch hier nach oben verlegt. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich das so lassen werde, weil die Brücke, was dann danach kommt bei mir, ich glaube, ich habe gerade 5%. Also das Glück, dass sie jemanden kennen, aber es gibt ja Leute, die haben keine Möglichkeit und auch keinen Lieferdienst, ja. Das ist dann schon bitter. Oh, interessanter Ansatz da. Das könnte ich mir bei meiner Strecke auch noch vorstellen, dass man hier auf der Seite ranfahrt. Das habe ich gar nicht gedacht. Oh, sogar mit Pfosten da unten. Hä, wieso hast du das nur auf einer Seite gemacht? Lass mal hier kurz stehen. Kann ich... Hallo, Kati? Wo bin ich? Da bin ich.
Cheats. Ich möchte gern fliegen. Fast Sprint brauchen wir nicht. Wir gehen einmal kurz hier raus. So viel zum Fliegen. Wieso geht's Flying jetzt nicht? Der von ihr kann ja hate by flying, you have to go to the third person. Ja, bin ich ja. Ah, jetzt. Okay. Ich gehe mal davon aus, das ist noch Work in Progress, oder? Aus der Holzbrücke passt gerade so ein Zentimeter höher und sie würde in der Mitte der Luft hängen. Okay. Aber nicht schlecht. Hier wollte ich auch meine Strecke reinbauen. Aber hinten ist die Frage, wie man dann halt wieder rüberkommt. Südlich. Aber gut getroffen. Brücken sind immer so ein Pain in the Ass zum Bauen. Gut, zurück zu unserer Lok. Halt. Ich möchte wieder rauf. Ich möchte rein. Komm, komm. Ja, bitte. Danke. Nein. Ah! Ja. So. Perfekt. Jetzt haben wir den Lok drin. Weiter geht die Fahrt. Alles gut. Ich könnte mich eigentlich auch nach hinten setzen und dann über Raybots und ein Extended düsen. Aber ich glaube, das traue ich mir nicht, weil ich nicht weiß, wie die Strecke beschaffen ist. Hatte das eigentlich einen Grund, dass du hier oben fährst und nicht hier schon runtergekommen bist? Kommen wir jetzt doch mal bei dem Wasser da oben vorbei. Ich habe das schon bei ein paar YouTubern gesehen. Aber zu der Stelle bin ich halt nie kommt an meiner Strecke. Weil ich mache ja dann ungefähr da ja die große Kurve, damit ich dann hier runterkomme. So, was sagt Cardi? Wir sind vermutlich gleich mal vor der Kreuzung. Ja, relativ. Ah, die Frames waren auch nicht besser. Also im Durchschnitt ist er jetzt so bei 20, 25 Frames. Es ist so schade, dass das Spiel einfach so ein Performance-Problem hat. Okay, das sieht noch nice aus. Und die besagte Kreuzung.
Ey, da bist du aber schon mit einem harten Radius mit dabei da. Moment, das muss ich mir jetzt mal kurz geben. Anhalte ihn. Das will ich sehen. Halt, einmal so. Okay. War eine Verbindung darüber. Okay, cool. Und da müsste es nach unten gehen. Ja, genau. Da geht die Senke nach unten. Und interessant, interessant. Geht noch. Also da hast du einfach noch ein paar Hüpfer drin. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen begradigt. Und wie schauen wir hier. Ja, und auch die Kurve hier. Ich gehe mal davon aus, da hat sich sicherlich schon mal rausgeschmissen da. Wenn du da mal zu schnell rein bist. Ja, mir das gefallen. Und da bin ich fast nur allein spiele, lange Rede. Also mir gefällt die Strecke so besser. Ja, waren 10 Stunden abreißen, Neubahn und das immer wieder. Ja, das ist Railroads Online. Beziehungsweise du kannst halt sehr vieles schön bauen, wenn du halt mit dem Tool von Mini-Zwerg arbeitest oder halt Railroads Online Extended. Da kannst du ja auch Gleise bauen lassen. Also, nur damit ich das mal gezeigt habe. Mal schauen, ob das in dem Interface hier geht. Da ist, glaube ich. Ah, na, geht nicht. Das geht nur im großen Interface. Machen wir das mal ganz kurz. Wir sind da. Zum Beispiel, wenn ich da jetzt. Ja, ich weiß, dass es experimentell ist. Machen wir hier mal Plus. Von da bis da. Hätte ich gerne das Fundament. Sagen wir jetzt hier mal Edit. Schauen uns die Höhenlinien mal an. Kann dann entsprechend hier die Höhe anpassen. Dass es immer ein Gradient ist. Mit einer konstanten Steigung. Und da kann ich sagen, okay. Ah, scheiße. Füge noch was hinzu. Und mache da jetzt die Schienen drauf. Edit. Und dann einmal speichern. Dann sollte er mir das jetzt sauber platzieren. Und hat er auch gemacht. Schön angepasst. Beide Programme für mich zu doof. Ah, es ist gar nicht so schwierig. Und entsprechend kannst du dann auch saubere Kurven machen. Das ist jetzt nur eine Gerade. Aber Kurven gehen nach dem gleichen Prinzip. So wie ich jetzt sehr viel baut. Wobei. Vieles mit dem Mini-Zwerg und so Spezialbrücken habe ich dann mit Railroads on Extended gemacht. Und zum Schauen, wie es dann mit der Steigung etc. ist. Okay, fahren wir mal weiter. Wieder die Strecke eigentlich angucken. So. Abfahrt. Was? Fachtigo gibt ein Stück Schiene, das unter der Erde ist. Hä, wie hast du denn das hinkriegt? Also, dass die Wagen runterfallen können, das weiß ich. Aber Schienen unter der Erde? Ich bin noch nie auf der anderen Seite gefahren. Ich bin ja immer auf der anderen Bachseite gefahren. Sehe ich das auch mal? Und die Minimap tut uns nicht folgen.
Glitch gehabt. Bei mir ist gerade Railroads Online Extended crashed. Na, ist auch egal. Haben wir soweit eh alles eingestellt. Bin immer gerade, weiß nicht, was schief gelaufen ist, aber man sieht es auf der Karte. Ja, okay. Ich glaube, ich werde die Lok mal ein bisschen leiser machen. So. Ist nicht ganz so am Donnern hier. Ja, ich würde sagen, danach wechseln wir mal zu TS 2022 und fahren mal die unter Anführungszeichen echte Schmalspurbahn. Machen da mal einen kleinen Passenger Service. Mit einer Baldwin-Lokomotive. Wird eine Herausforderung zum Fahren. Da hat es teilweise echt böse Steigungen drin. Bei dem Streckenabschnitt da, was? Das erste Mal, dass jemand schnell da lang fährt. Finde ich jetzt nicht schnell. Aber kommst du da eigentlich irgendwann mal über 4% Steigung da? Oh, enge Kurve. S-Kurve. Noch alles dran. Oh, hier sollte man wirklich nicht so schnell reinfahren. Aber alles heile. Nichts verloren. So muss das. Interessant. Okay, Google hat sich gerade gemeldet. Und jetzt natürlich wieder, weil ich es gesagt habe. Ah, dieser Google Assistant. Doch noch ein weites Stück. Ich habe unterschätzt, wie weit das eigentlich ist, bis man da hinten bei der Mine ist. Darkstyle, 19! Alles klar. Jo, soweit alles super. Genießen wir einen Sonntag. Schön gechillt. Dann natürlich noch eine Dampflok. Macht es den Sonntag noch besser. Und wenn die Strecken ausprobieren. Ajo. Müsste man nur noch in echt mitfahren können. Das wäre das Ultimative natürlich. Oder halt in VR. Ah, das wäre so cool. Railroads Online in VR. Das würde ich sofort machen. Hey, ist das gerade irgendein Weihnachtslied? Oh ja. Warte mal. Umstellen.
3,3. Oh, da hast du aber sauber gebaut. Da könnte man eigentlich noch ein bisschen schneller fahren hier. Das wollen sie ja mit dem neuen Update ja auch ändern, dass die Höchstgeschwindigkeiten angepasst sind. Also man hat es ja bei der Betze ja schon gesehen, in seinem Stream, dass sie dort ganz schön abgehen kann. Ob man das natürlich dann auch fahren soll, ist eine andere Frage. Also von der Hitliste würde ich sagen, freue mich am meisten auf die neuen Weichen, dass sie dynamisch sein sollen. Und auf das Sound-Update, dass das realistischer klingt. Was auch noch praktisch wäre, ist, wenn man, gerade wenn man so ein Frachtdepot baut, dass man halt irgendwie sagen kann, ich baue parallel zu dem anderen Gleis, dass er da irgendwie der Führung folgt. Das wäre noch nice. Ich meine, man kriegt es auch so mit Tricks jetzt hin, dass es dann schön passt, aber es wäre einfach so ein nice to have Feature. Aber erstmal angepasste Weichen. Man könnte es so richtig schön langgezogene machen. Ah, das wäre so cool. Oh, und was mir gerade einfällt, natürlich so Kreuzungsweichen, also so X-Weichen. Ich will das dann auch endlich bauen. Komm jetzt. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Ah, da vorne kommt jetzt dann das große Tor. Ah, okay, ja, passt. Hab meine Orientierung wieder. Ja, eben, das meinte ich ja. Mit Tools und Tricks kriegt man das in parallel bauen so auch hin. Und was noch praktisch sein wird, dass du jetzt die Gleise inklusive dem Gleisbett zeitgleich bauen kannst. Also nur noch ein Step hat. Sag mal, das Gleisbett, das hast du hier vermutlich nachträglich nochmal sauber gemacht, oder? Jetzt die große Kurve und dann geht's im Berglauf. Vielleicht mal ein bisschen runter. Ja, was soll heißen, dass es keiner merkt? Das ist eigentlich eine ideale Baumethode. Ich meine, zuerst machst du das Fundament so halbwegs, wie du es haben willst. Baust dann die Schienen sauber drüber. Und die müssen auch nicht mehr sauber aligned werden. Und dann reißt das Fundament ab. Und baust es dann halt so schön rein, dass es passend zu den Schienen ist. Damit es gut aussieht. So habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Auf Anhieb, dass man es gerade direkt sauber trifft, das ist so eine Glückssache, wenn man manuell baut.
Oh, der ist aber kritisch, na, der Baum da. Den würde ich vielleicht wegtun. So, wo ist jetzt die Mine? Ist die da hinten oder ist die da links von uns? Ich kann sie gerade echt nicht ausmachen. Und hey, ich bin noch nicht einmal entgleist, obwohl es eine fremde Strecke ist, die ich noch nie gefahren bin. Bin stolz auf mich. Wobei, noch bin ich nicht da. Links oben. Ich weiß schon, dass sie irgendwo da hinten ist. Aber sie ist halt nicht. Ah, das ist dann... Ah, genau. Bei meiner Karte komme ich hier oben rein und gehe dann auch den Weg da so entlang. Ja, da war der Abschnitt relativ einfach zu bauen. Bis auf diese Arschkurve da hinten, wo wir dann gleich mal hinkommen. Diese 180-Grad-Kurve. Die war kacke zum Bauen. Da habe ich ein paar Ansätze gebraucht. Ja, den würde ich auch wegmachen. Du kannst übrigens mit Tool von Mini-Zwerg die Bäume automatisch entfernen lassen neben der Strecke. Man muss einfach nur bei Weichen aufpassen, weil da könnte sein, dass die Bäume wieder entstehen, weil er das dann nicht richtig erkennt beim Tool. Aber so kann man seine Strecken frei machen. Auf einen Schlag. Drei Stunden des Lebens in der Kurve, ja. Ja, ich weiß noch nicht mal, wie lange ich gebraucht habe, aber ich glaube, ich habe es 4-5 Mal gebaut, bis es vom Winkel passt hat. Also das mit dem Kohleverbrauch sollten es auch noch mal anpassen, weil dass ich jetzt nicht, also was das Kohle, Holzverbrauch, dass ich jetzt nicht einmal eine ganze Zeit was reingekaut habe, ist ja nicht wirklich realistisch. Oh, eng, sehr eng. Aber mich hat sich rausgeschmissen. Nice. Die Kurve da vorne ist noch genauso blöd gewesen. Ziemlich enger da reingefahren. Habt ihr das Game mal im Multiplayer gespielt? Ja, ja, schon mehrmals. Also ich immer wieder mit dem Chris zusammen. Jetzt halt gerade nicht, weil man nur die Strecke da von Nero mal anschauen wollte. Moin sehen. Was ich und den Kumpel haben mal über 4 Stunden versucht, uns irgendwie zu finden, aber irgendwie hatten wir es nicht hinbekommen. Ja, ihr müsst schauen, dass ihr bei Steam die gleiche Download-Region habt, ansonsten seht ihr euch gegeneinander nicht.
Das ist noch ganz wichtig. Das ist aber auch so dämlich, dass sie das da mit den Donut-Regionen haben. Also ich wüsste jetzt von keinem anderen Spiel, wo das so ist. So, da sind wir hier oben. Da, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Anhalten hier. Südele. Hast du ein schönes Kreisfeld hier gemacht. Große Schleife hier hinten. Und was ist hier? Achso, das ist einmal zum Beladen. Lass uns mal die Kurve hier angucken. Also die Kurve habe ich bei mir jetzt in, sag gleich, mit Mini-Zwerg gemacht. Damit die dann schön gleichbleibend ist. Weil wir jetzt das so oft rausgeschmissen. Vor allem, wenn hier die Dents drin sind und ich mir dann lange Zug durchfahre. Fand er nicht so geil und dann habe ich es mir generieren lassen. Da bin ich aber hier ein bisschen weiter in die Richtung gefahren. Und habe dann hier hinten erstmal so langsam die Kurve reingemacht. Also ich habe es wesentlich weiter rausgezogen als wie du. Aber wenn es bei dir funktioniert, dann passt. Das gleiche kannst du übrigens mit Weichen machen. Wenn du es mit einer größeren Distanz brauchst. Musst du zwingend die hier nehmen. Muss aber immer noch schauen, dass du auf der langen Seite ansnappst. Sonst wird es unterschiedlich lang. Okay. Ja, das wäre es erstmal gewesen. Mit Railroads Online. Wie gesagt. Frames sind wieder kacke wie immer. Liegt halt am Spiel. Ich würde sagen, ich mache mal eine ganz kleine Pause. Werd mal TS 2022 hochstarten und werden dann die Clear Creek Karte starten und mal ein bisschen historisch Schmalspurbahn fahren. Also sprich Railroads Online in TS 2022. Und da mal ein bisschen rumdüsen. Wird so 5 Minuten ungefähr dauern, bis bei mir der TS 2022 gestartet ist und die Karte geladen hat. Dauert es ein bisschen. Also, gibt erstmal Musik. Bin in 5 Minuten wieder da.